Im folgenden Film laden wir Sie ein zu einem Rundgang durch Kreuzberg, einem Stadtteil von Berlin. Tausendfach gesprühte Fäuste, verrückte Birds, geklebte Videokameras aus Papier, unendlich viele Sticker-Variationen, japanische Schriftzeichen und bis zu 20 Meter hohe Buchstaben an den unmöglichsten Stellen. Unterschwellige subversive Botschaften. Der Street-Art-Aktivist Adrian Nabi, seit etwa 20 Jahren mit der Hip-Hop-Kultur verwachsen, zeigt und erklärt die Arbeiten einiger Street-Artists, wie zum Beispiel Influencer, Brad Downey und Darius Jones. Ein Beitrag über urbane Kunst, die die Stadt zur Galerie und die Wände zur Leinwand macht. An die Macht des Bildes, dass das sehr krass beeinflusst. Das Ding ist ja aber an der Sache ist, dass einfach der öffentliche Raum verschwindet mehr und mehr und mehr. Wo verschwindet er hin? An die Industrie, indem so Firmen wie Nike oder so eben sich die Räume aufkaufen und sozusagen eben dort einfach ihr Image darauf batschen und du hast gar nicht die Wahl, frei zu entscheiden, willst du es sehen oder willst du es nicht sehen, sondern du wirst damit konfrontiert. Ich nutze jetzt mein Wissen und meine Kontakte, um auch zu intervenieren auf eine legale Art und Weise, indem ich Projekte schaffe und dann eben aber auch mit dem Staat zusammenarbeite, um sozusagen visuelle Freiräume zu schaffen, Eye-Candies zu schaffen. Das heißt, wenn ich Projekte mache und ich würde gerne nächstes Jahr ein paar Hausfassaden machen, aber auch Spielplätze machen, die zum Teil auch manchmal sehr trist aussehen in manchen Gegenden, und dann sozusagen so eine Projekte schaffen, dass sozusagen, dass man da auch so einen Ausgleich schafft, weil ich weiß, also ich werde nicht jetzt mich hinstellen und sagen, ich kämpfe gegen die Industrie, ich kämpfe gegen Werbung, weil das ist einfach, das dafür bin ich nicht hierher gekommen, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es im Endeffekt, also wie Obey das auch einmal sehr schön ausformuliert hat, die visuelle Wahrnehmung des Autonormalverbrauchers ist verlangsamt, die ist einfach stumpf, die ist flach geworden. Und durch Provokation, aber auch durch Intervenieren im öffentlichen Raum, auf einer legalen, aber auch auf einer illegalen Ebene, provozierst du und dadurch sozusagen schärft sich bei manchen wieder die Wahrnehmung und du nimmst wieder wahr. In den meisten Fällen ist es so, Werbung gleich Lüge. Also wir sind jetzt hier in der, ich nenne es die Stinky Corner, weil die Leute, die Junkies hier zum größten Teil immer pissen. Und es ist ein Platz, wo ich gerne so eine Vision für diesen Platz, ich würde hier gerne eine Ausstellung machen. Und zwar, hier sind schon eine Menge Straßenkünstler aktiv gewesen. Hier oben unter anderem Brad Downey und Darius Jones aus New York. Das ist eine Aktion, da waren wir 6 Uhr morgens unterwegs mit Leiter. Die haben sich so orangene Arbeiterwesten angezogen und mit so einem Akku-Schlagbohrer 6 Uhr morgens rein in den Beton und dieses Schild da oben installiert. Über uns ist Obey the Giant, CBS. Hier haben sie weiß gestrichen, da waren auch lauter interessante Sachen. Da vorne auf der Holztafel, auf dieser Holzwand waren auch Poster und so. Und hier werden auch wieder so neue Sachen passieren. Und da vorne würde ich eigentlich die Optik, die ich hier habe, ist, da vorne sind 2 Werbetafeln. Die würde ich gerne weiß machen und dann eben einfach mal Künstler regelmäßig einladen, die weißen Werbetafeln gestalten. Und dann hier in der Ecke wäre dann sozusagen im Sommer die Vernissage und die Party so. Aber um die Tanz ist klar. Geht es dir hier jetzt um Ästhetik? Es geht hier natürlich um Ästhetik, also die Plakate. Es gibt Sachen, die sind überfrachtet mit irgendwelchen Geschichten. Da ist natürlich kaum die Chance, jetzt da irgendwie was. Oder für mich geht es einfach den zur Verfügung stehenden Platz, was eben hier diese Plakatwand ist, was hier unten dieser Bereich ist, was der Bauzaun ist, den jetzt
optisch ansprechend zu gestalten. Ich kann sagen, meine Kultur, meine Vergangenheit liegt in New York, an der Ostküste. Es ist im Außenraum entstanden, es ist in der Illegalität entstanden. Es ging darum, du warst nur ein Writer in New York in den 70ern und den 80ern, wenn du rausgegangen bist und an den Zug rangegangen bist. Deine Sachen auf Papier konnten so gut aussehen, wie sie wollten. Konntest du das nicht an den Zug anbringen, wurdest du nicht mehr vollgenommen, dann warst du kein Writer. Aus Ende vorbei. Weißt du, und diese Sache ist ja, hat sich weiterentwickelt, die Sache wurde kultiviert. Das ist ein Projekt von Influencer, ein Straßenkünstler aus Rotterdam, das nennt sich The Art of Urban Warfare. Da geht es darum, es gibt drei verschiedene Farben, also drei Armeen sozusagen, grün, rot und blau. Und sozusagen die Armee mit den meisten Farben auf der Straße hat dann gewonnen. Und der Gedankengang bei der Sache ist einfach, sich die Straße zurückzuerobern und Freiräume zu erschließen dadurch. Space Invader, er invaded Space. Man muss sich bei ihm vorstellen, er arbeitet mit dieser Videospieloptik aus den 80er Jahren. Die Älteren von uns werden wissen, was ich meine, die Jüngeren sind schon zu verwöhnt. Diesen Mosaik-Style. Und diese, also sozusagen die platziert er dann wirklich im offenen Raum an und die kannst du dann auch sehr schwer abnehmen. Das ist die erste Backjumps, August 94. Kamen die raus, wir haben auch dieses Jahr, sind 10 Jahre Backjumps, also würden wir feiern, aber wir lassen die 10 Jahre aus. Warum soll man 10 Jahre feiern? Wir werden 11 Jahre, also nächstes Jahr feiern und dieses Jahr werden wir nichts machen. Also die erste, 12 Seiten Offset Vollfarbe und der Rest dann eben so im Copyshop-Style. Also und haben dann auch die im Copyshop sozusagen dann auch geheftet so. Nächstes Jahr ist das Thema von Backjumps Alive Issue Nummer 2, da wollen wir die Stadt zum Magazin machen. Das heißt, wir haben zentral die Ausstellung im Kunstraum Kreuzberg, Britannien. Und dezentralisiert werde ich an unterschiedlichen Stellen in der Stadt, in Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Mitte, noch andere Ausstellungsspots haben. Und dazwischen will ich auch noch Hausfassaden klar machen. Ich würde gerne 5 Hausfassaden kriegen und eine sollte er dann machen. Und dann läufst du sozusagen von der Zentrale hier in Kreuzberg und dann gibt es eine Karte, läufst du dann in der Stadt rum, siehst du die Hausfassaden an, aber auch die unterschiedlichen Spots so. Und na, ich gucke mir die Karte an, weil ich finde immer Karten sehr, sehr inspirierend so und habe gerade hier gerade aufgehangen, so, um mich auch fürs nächste Jahr so ein bisschen warm zu machen. So. Das Besondere an der Ausstellung von Adrian Nabi ist, dass er einfach es geschafft hat, in Berlin oder nach Berlin Menschen zu bringen, die vorher in der Weise auch in der Bündelung noch nie gezeigt worden sind. Punkt 1, wirklich aus Sao Paulo, aus New York, L.A., Frankreich, Paris, also unterschiedlichen Ländern, um hier, glaube ich, der Berliner Szene wirklich auch etwas näher zu bringen, was sie eigentlich aus Magazinen, eben aus der Backdrums kannten oder aus anderen Informationen, aber noch nie sozusagen livehaftig und in Form einer so präsenten und massiven Ausstellung auch überhaupt erfahren haben. Das war die große Qualität. Man sieht es an den Rezensionen, man sieht es am Publikum, an den Einträgen, in den Besucherbüchern. Wir hatten ja über 12.000 Besucher und das waren unterschiedlichste Leute, die sich hier getroffen haben, zu den Veranstaltungen, zu Workshops und so weiter. Das heißt, es war eben auch unser Ziel, dass eben nicht nur
ins Jugendzentrum, ins Ghetto reinzubringen, sondern auch zu zeigen, dass diese Künstlerpositionen einfach so ein Niveau haben und so einen Standard, dass sie sich international mit großen Ausstellungen und mit großen Künstlern messen lassen können. Die Leute, Hilfe, die Kids kommen wieder, ja, und schmieren alle Wände voll und machen hier Zerstörung und Vandalismus, aber das ist gar nicht so, sondern das ist nur die Bullshit von den Medien, wird so wiedergegeben, ja, spiegelt auch nicht. Ich meine, die Leute haben halt ein Bild, was die vermittelt bekommen von Medien, früher, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, und auf diesem Level sind die geblieben, so, die entwickeln sich nicht mit uns weiter. Allgemeine Öffentlichkeit, die geben einen Fick drauf. Die denken so, ja, das sind halt dumme Kinder. Und wenn die was wissen wollen, dann fragen diese bekloppte syrische Schmierer, Harald Negeli, der dann sagt, ja, Graffiti, Writing, Hip-Hop-Kultur, das ist Kinderkacke. So, fick den, Alter, wenn ich komme und dann mache ich einen Superei. Ja? Die möchten gerne das Bild so aufrechterhalten, so, weil Writing und Graffiti und Hip-Hop, diese ganze Scheiße, die kommen aus der Gosse, ja. Und dass die Gosse jetzt irgendwo in Museen, in Justizministerium, in Nationalgalerien, in Wissigbad, Modern Art of bla bla und so, dass die darin ist, das kackt den doch voll ab, so. Die gehobene Schicht, die wollen das nicht. Ob ein Haus da steht, ein Pfeiler, eine Brücke, so, das sind vorgegebene Kompositionen. Abstrakt denken jetzt, ja. Und ich agiere zwischen diesen Kompositionen. Ja, ich packe meinen Namen darin und mein Name bindet das Grün mit dem Blau. Das, mein Name verbindet die Brücke mit dem da drüber, die Komposition. Und wiederum die ganze Stadt für mich ist mein Spielplatz, ist mein Atelier, ist mein Arbeitsplatz, ist meine Leinwand, ja. Letztes Jahr war es das erste Mal, dass wir Geld bekommen haben von staatlicher Seite aus. Vorher habe ich eigentlich alles, was ich hatte, immer in die Projekte reingesteckt. Das heißt, auch dann habe ich also auch Dosen von meinem Geld gekauft und es dann auch Leuten gegeben oder wie auch immer. Mein Lohn ist ja im Endeffekt zu sehen, dass was funktioniert und, mit den Künstlern, mit denen man das zusammen gemacht hat, sich gegenseitig anzugucken und zu lächeln und zu wissen, es hat funktioniert. Also das ist, wovon ich lebe, wenn es mir schlecht geht. Und nicht die Honorare, weil das Geld ist schnell ausgegeben. Aber wenn es mir schlecht geht, dann denke ich an Projekte, die ich mit anderen Leuten gemacht habe, und dann geht es mir wieder gut in schlechten Zeiten. Das war's für heute. Wir hoffen, auch für Sie war etwas Interessantes dabei. Auf Wiedersehen bei unserer nächsten Ausgabe von Kubus.